Unsere nächste Laudatorin ist die Rechtsanwältin Dilek Karabudak. Sie ist mit dem Übersetzen aufgewachsen. Ihre Übersetzungskraft fließt in vielen Gedichten und Essays Molla Demirels. Sie ist nicht nur Molla Demirels Tochter, sondern seine Beraterin und, wie ich aus direkter Quelle weiß, seine größte Kritikerin. Und diese Zusammenarbeit, die sicherlich nicht immer einfach war, durch die Vater-Kind-Konstellation, hat viele literarische Früchte getragen, sodass ein regelrechter Poesiegarten mitten in unserem Münster entstanden ist. Dilek Karabudak, wir übergeben dir das Wort. Evet, gecenin son konuşmacısı, sevgili kardeşimiz Dilek. Dilek, Molla Demirel'in kızı, avukatı, danışmanı, çevirmeni, arkadaşı, programcısı, her şey. Bu anlamda ben diyorum ki burada bulunan herkese Dilek gibi evladı olsun insanın. Çok teşekkür ediyoruz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verwandte, Freunde, lieber Papa. Es fällt mir schwer, mein Vater in wenigen Sätzen zu beschreiben, da er ein sehr vielseitiger und engagierter Mensch ist. Ein Mensch mit einer Ausdauer, Wissbegier und einer Energie. Er ist in erster Linie Familienvater, der nicht nur regelmäßig den Rasen mäht, auch den selbstverständlich eine Schaukel und auch ein großes Fußballkorb für seine Enkelkinder stellt. Er verbringt gerne viel Zeit mit seinen Kindern, Enkeln, Neffen und Nichten. Im Spiel mit seinen Enkeln findet er zurück in seine Jugend. Obwohl er selbst seinen Vater sehr früh verloren hat und keine Erinnerungen an ihn hat, hat er sich zu einem prächtigen Vater entwickelt. Liebe Gäste, es wird immer nur darüber geredet, dass Eltern ihre Kinder erziehen. Es wird dabei auch vollkommen vergessen, dass auch wir Kinder einen großen Beitrag zur Erziehung unserer Eltern leisten. Ich denke, dass das Melek, Kamsa und mir soweit ganz gut gelungen ist. Mein Vater ist immer für uns, für seine Familie da, wobei er unter Familie nicht nur unsere Kernfamilie versteht, sondern eine Großfamilie im erweiterten Sinne, einschließlich aller Freunde und Kollegen, Nachbarn von nah und fern. Unser Haus steht immer allen offen. Mein Vater ist ein sehr warmherziger und großzügiger Mensch, liebevoll und aufopfernd, auch wenn er seine Gefühle nicht immer zeigen kann, sondern seine Emotionen viel lieber über seine Gedichte ausdrückt. Womit wir nun bei seiner zweiten Leidenschaft, seiner Liebe für Kunst und Kultur, insbesondere für Literatur, wären. Wobei eine Trennung zwischen Familie und Kunst bei meinem Vater natürlich nur schwer möglich ist. Es war natürlich wunderbar, bei Familienausflügen, die oft in ein Museum führten, interessante Künstler wie Abidin Dino persönlich zu begegnen oder Freundschaften zu schließen mit prominenten Schriftstellern der türkischen Literatur wie Can Yücel oder Fakir Baykurt. Liebe Gäste, Sie werden sich aber auch vorstellen können, dass die Familie die Leidenschaft eines Autors manchmal auch weniger freiwillig gerne teilt. So machten Gäste große Augen, wenn sie nach meinem Vater fragten und meine Mutter ihn lächelnd antwortete, dass er nebenan bei seiner Geliebten sei. So nannte meine Mutter seine alte klapprige Schreibmaschine und später auch seinen Computer, der nebenan im Arbeitszimmer steht. Während meine Schulfreunde damals was an mir und gelesen haben und auch mein Vater als Kind hier aus Maschmunden erzählt hat, weil der Texas Comics heimlich aus der Schulbank gelesen hat, bekam ich unter Courage oder Gedichte von Hans Nietzsche zu lesen und durfte später auch Gedichte und Erzählungen meines Vaters übersetzen. Liebe Gäste, mein Vater hat uns wirklich sehr gefordert, aber auch gefördert. Mit seiner Liebe, Weltoffenheit und seinem sozialen Engagement hat er uns sehr geprägt, wofür wir ihm heute sehr dankbar sind. An dieser Stelle, lieber Papa, möchte ich dir stellvertretend im Namen aller Familienangehörigen sagen, dass wir alle sehr stolz auf dich sind, unseren Vater, Großvater, Onkel und Bruder. Iki varsın. Değerli dostlar,
uzun uzun Dilek konuştu. Anlamayanlar ne konuştu acaba diyecekler. Ben özetleyeyim. Dedi ki, ben Molla Demirel'in kızı olmaktan şanslıyım. Bir daha dünyaya gelseydim gene seni baba olarak seçerdim. Ben Molla Demirel gibi annemin de kızıyım. Hem kendisine hem de Molla'ya çok teşekkür ediyorum dedi ve kutladı. Teşekkür ederim. Ama bir saniye, ben her zaman Almanca sunuculuk yaparım aslında ama bu kez Türkçe konuşmak istiyorum. Çünkü Kemal Yalçın, arkadaşım çok önemli bir cümleyi unuttun. Çünkü Dilek ablam şöyle dedi, ya sadece siz anneler babalar bizleri çocukları eğitmiyorsunuz, biz de sizi aynı anda eğitiyoruz. Bunu unutmamak gerekir. Onun için yani bu ek not. Evet. Ich habe gerade nur mal auf, ich habe nur mal kurz kritisch auf Türkisch, ich moderiere sonst nie auf Türkisch, musste ich doch eines nochmal übersetzt haben, und zwar, dass Dilek Karabudak gesagt hat, dass nicht nur die Eltern ihre Kinder erziehen, sondern wir Kinder auch unsere Eltern. Also so ist das nicht. Çok teşekkür ederiz.